Weidar. Ist am nächsten. Ach ja, sind überall manchmal Banditen herum und so. Und wenn ihr alleine seid, müsst ihr sehr aufpassen, da nicht zu sehr nach vorne laufen und immer umdrehen, wenn relativ viele Banditen herum sind. Die mit den Reichswappen, das sind die Bauern, die einfach irgendwelche Sachen einkaufen gehen oder verkaufen gehen. Und ja, die sind nicht feindlich natürlich. Das Dorf Feildar scheint zu blühen. In diesen Feldern, in den Feldern und Obstkern herrscht Regnis treiben. Ah ja, das haben wir schon mal gelesen, das will ich jetzt nicht schon wieder lesen. Und hier Freiwillige einen. Ne. Gehen wir kurz fragen, ob er Quests hat. Schönes Dörfchen. Ja, ich sieht fast jedes Dorf gleich aus, verschieden aus. Und auch von Volk zu Volk sehen sie an, das ist also richtig gut gemacht von diesem Spiel. Wo ist denn der Dorfälteste? Bin ich blind? Großes Feld hier. Ist ein bisschen Räucherfleisch. Ja. Suchen, Drago. Ah, da oben. Ich habe das nicht gesehen von so weit. Ich sehe relativ schattig mal. So. Guten Tag, Herr, und willkommen in Weidar. Ich bin der Älteste dieses Dorfes. Habt ihr irgendwelche Aufgaben, die ich für euch erfüllen könnte? Banditen haben unsere Rinder gestohlen. Oh Gott. Ja, die Beliebtheit geht nicht runter. Bei manchen Quests geht es runter, wenn man nachfragt. Da haben nicht gerade alles Ding. So. Hier hat es Plünderer, die sind grau und die sind Banditen und gegen die haben wir keine Chance mit einem Trupp und uns selber, weil 7 auf einem Charakter ist schon relativ schwer. Und hier sind 4 Plünderer also aus dem Weg gegangen und hier können wir rekrutieren, so. Habt ihr endlich mal eine bessere Quest? Ich mache mal einfach diese Rinderquest nicht, weil am Anfang relativ wenig Rinder haben. Also wenig Dörfer Rinder haben. Und sie extrem schlechte KI haben auf der Weltkarte. Dann, ja. Nicht gerne. So. Ja. Dankeschön. Echt toll. So, jetzt haben wir 5 Gefolge. Jetzt könnten wir mal nach Suno gehen. Das ist eine andere Stadt. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Die Stadt Suno scheint unbeachtlich. Auf dem Markt hört ihr gelegentlich mürrische Worte über den Preis für Güter des täglichen Lebens. Doch es scheint eine anständige Menge an Waren zum Verkauf zu stehen. Ihr seht zwar, dass manche Gebäude Läden und Karren verlassen dastehen, aber nicht in ungewöhnlichen Masse. Ihr seht das Banner von Reichsritter Klarguss von Königreichs Warten über den Stadttoren. Die Bevölkerung ist euch gegenüber gleichgültig. So, gehen wir in die Schenke. Fräulein Schmira. Schmira, ja. Einen guten Tag. Hallo, was macht eine so wohlgehabene junge Dame wie an einem Ort wie diese? Eine gute Frage und ich werde sie euch beantworten. Mein Vater, der wohlbekannteste
wohlbekannte Kaufmann hier in Suna, beschloss, ich sollte seine Geschäftsfreunde heiraten. Einen Mann weit über 30. Mein Leben lang bin ich eine folgsame Tochter gewesen, aber dies war ein zu schreckliches Ansehen, also lief ich fort. Ich werde heiraten, wenn ich will und wann ich will. Und überhaupt, im Gegensatz zur Meinung meines Vaters, kann ich bestens auf mich selbst aufpassen. Ich dachte mir, mich vielleicht einem Zigeunertrupp anzuschließen oder gar einer Truppe Landsknechte. Nun, ich befehle zufälligerweise eine Kompanie Landsknechte. Ja? Nun, ich kann euch wählerisch sein. Ich wäre erfreut, mich euch anschließen zu dürfen. Ich denke, ihr werdet mich als einen höchst wertvollen Zuwachs eurer Reihen ansehen. Ich kenne mich mit den Klassikern der Literatur wohl aus und kann allerlei epische Gedichte meines Volkes rezitieren. Ich spiele die Laute und bin ein geschickter Verwalter von Haushaltsbediensten. Ah, das ist ein Anfang. Wir können euch den Dienst beibringen. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten. Dann bin ich bereit zum Aufbruch. Oh, toll. Das ist jetzt eine Dame, die ein bisschen wichtiger ist. Und sie kam kostenlos. Das ist vor allem mal geil. Lösegeldvermittler verkauft eure Gefangenen, Bauer. Oh, Fürst, sichere Seite von kriegsführenden Volke und jemand, der uns helfen könnte. Werdet ihr meine Bitte lauschen? Was ist passiert, mein junger Mann, mein guter Mann? Eine Banditenbriganten hat in unserem Dorf Zuflucht gesucht. Sie haben uns alle abgenommen und gezwungen, ihnen zu dienen und haben allerlei schändlich Werk getrieben. Wenn einer von uns es auch noch wagt aufzubegehren, so wird er auf der Stelle getötet. Unser Dasein ist unerträglich geworden. Ich habe mein Leben riskiert und bin davon gelaufen, um Hilfe zu suchen. Warum geht ihr nicht zum Fürsten eures Dorfes? Sie soll sich der Banditen kümmern. Das habe ich getan, Herr. Doch die Männer meines Fürsten ließen mich nicht zu ihm vor und sagten, es wäre mit wichtigen Angelegenheiten beschäftigt und dass wir uns selbst unsere Probleme kümmern sollten. Bitte, Herr, ihr seid ein Mann von großer Tapferkeit und Gewandt im Kriegshandwerk und in euren Diensten stehen viele Freunde und Soldaten. Wenn uns jemand helfen kann, dann seid ihr es. Wohlan, ich werde euch helfen. Wo liegt dieses Dorf? Gott schütze euch, Herr, unser Dorf ist Ruluns. Es ist nicht allzu weit von hier entfernt. Okay, wir müssen kurz mal speichern, weil das wird wahrscheinlich eine heftige Quest. Rückeroberung Ruluns. So. Wir gehen noch kurz in die Schränke nochmal. Lösungsvermittler, Elite-Schwertkämpfe. Die sind wahrscheinlich relativ teuer. Habt ihr Bedarf an Landsknechten, mein Herr? Ich und 6 meiner Kameraden sind auf der Suche nach einem neuen Dienstherrn. Für 1.316 Dinare werden wir uns euch anschließen. Voll zu teuer. Okay. Marktplatz. Warenhändler. So. Ah. So, Schmira, reden. Sie hat ja nicht gerade so gute Sachen. Müssen wir dann mal ausrüsten. Und nicht vergessen, im Inventar Ausrüstung zu haben, sonst könnt ihr sie nicht ausrüsten. Und das ist relativ wichtig. Und die Fähigkeiten? Okay, Athletik, Reiten. Inventarverwaltung, Wundbehandlung, Chirurgie, Erste Hilfe und Handel. Relativ gut, okay. Intelligenz und hier, ja, noch nicht so gut. Ich möchte euch jetzt fragen, was haltet ihr von Zusammenhalt unseres Trupps? Aha, gut, das ist gut zu wissen. Ja,
Sie will es also nicht. Okay, hier seht ihr die Fertigkeiten, die sie hat. Die gelten natürlich auch für uns. Das sind nämlich nur die Fähigkeiten, die auch für uns gelten. Das ist sehr gut. Und ja. Hier müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Wir gehen mal durch die Straßen. So. Ja, schauen wir mal diese Stadt an. Hier sind zum Beispiel mal Wachen. Was haben wir denn hier? Das ist der Pferdehändler wahrscheinlich. Ich kann ihn gerade nicht ansprechen. Ja. Was haben wir sonst hier noch? Hohlkreuz. Hier haben wir spartische Miliz. Gildenmeister mit Reden. Hallo Fremder, ihr scheint neu in Suno zu sein. Ich bin der Gildenmeister der Stadt. Habt ihr vielleicht einen Auftrag für mich? Einer der Händler hier sucht nach Kuhhirten, um seine Rinder zum Markt in Huxal zu bringen. Nein. Wie laufen die Geschäfte hier? Wir haben zu wenig Wolle, rohe Seide, Oliven, Korn, Brathähnchen, Schweinefleisch und einige andere Handelsgüter. Das ist wahrscheinlich der Preis. Ist aber ein bisschen teuer. Ja, müsste aber sein. Es ist noch früh in der Karawanensaison, da handeln wir wenig. Wir haben wenige Informationen über den Karawanenrouten zu den Städten von Sahagotir, Vela, Lucia, Wach, Ekreja, Dinkura, Braun, Uxal, die im Jelkala, Jalen und den dortigen Gegend. Doch keine Nachricht, gute Nachricht, und die Straßen werden daher als sicher angesehen. Auch die Straßen zu den Dörfern von Ribele, Truluns, Jintala und anderen draußen liegenden Weilen werden als sicher angesehen. Gute Information. Ich möchte Grund in dieser Stadt für ein Produktgewerbe kaufen. Sehr wohl, Herr. Wir in der Gilde kennen und vertrauen euch und ich denke, ich könnte jemanden finden, der euch das nötige Land verkauft. So, hier können wir die verschiedenen Sachen bauen, aber die sind natürlich sehr teuer und das lohnt sich jetzt nicht. Noch nicht. So. Ja, sonst sind eigentlich nur noch die Händler hier und der Gefängniswächter und mit dem müssen wir eigentlich nicht reden. Es ist eigentlich klar, was der macht. Man kann andere Adlige, die dort sind, besuchen, für zum Beispiel Quests abzuschließen und so weiter. Aber das müssen wir jetzt nicht tun. Und wir gehen in die Burg. Ja, mit den Damen, mit den feinen Damen können wir auch reden. Die haben meistens auch Informationen und so. Und man kann sie natürlich auch heiraten. Und ja, ins Bett gehen. Ah. Ja, kenne ich euch? Nein, noch nicht. So. Keine Aufgaben. Okay. So. Ich mache kurz Pause, dann geht es weiter und dann kommt der erste Kampf. Bis gleich. Also der zweite Kampf, sorry.